So, Folge 106. Wir sind hier mit Tali und Tali wurde angeklagt. Wir haben in der letzten Folge mit ihrer Tante gesprochen. Die sagt, ja, die Admiräle haben verschiedene Ziele und jetzt sprechen wir mal mit Admiral Garrel. Mal gucken, was der Wenn so... Wenn jemand die Alarai zurückerobern kann, dann Tali Zora. Da hinten haben wir noch Corvus. Wir sprechen mal mit Garrel. Tali, ich bin froh, dass Admiral Rahn durchgesetzt hat, dass du zur Alarai fliegst. Hoffentlich findest du was, um deinen Namen reinzuwaschen. Ich bin mehr daran interessiert, meinen Vater zu finden, Admiral. Ich wünsche dir Glück und erledige unterwegs ein paar Gath. Und Sie sind also Captain Shepard? Admiral Herrn Garrel Vasnima. Sie haben Admiral Corus ordentlich in die Schranken gewiesen. Es freut mich, dass Talis Captain sich im Gerichtssaal zu behaupten weiß. Ich will nur Tali helfen, Admiral. Schön, dass das überhaupt jemand tut. Sie glauben doch, dass ich unschuldig bin, oder nicht, Admiral? Ich kenne dich und deinen Vater. Ihr habt zu viel in diese Flotte investiert, um etwas zu tun, das unsere Sicherheit gefährdet. Und ihr seid beide klug genug, um keine Fehler von der Art zu machen, wie man sie euch jetzt vorwirft. Ach du Scheiße. So viel Informationen hatte ich tatsächlich nicht, damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Sagt er was anderes dazu? Es klingt, als ging es hier politisch um mehr als nur darum, dass Tali Ausrüstung zurückbringt. Ist Ihnen das aufgefallen? Talis Vater hat nicht nur aus Spaß Waffentests an den Geth durchgeführt. Er suchte nach einem Ansatz, der uns beim Frontalangriff auf die Geth den entscheidenden Vorteil verschafft. Ich wusste, dass Vater eines Tages die Heimatwelt zurückerobern wollte, aber sind wir denn schon so weit? Ich weiß nicht, Kleines. Die Stimmen dafür hatten wir fast schon. Wir müssen nur noch dem Volk die Hoffnung auf den Sieg vermitteln. Okay, jetzt ergibt es auch alles so ein bisschen Sinn, was in The Mass Effect 3 passieren wird. Spoiler Alert. Ich hoffe sehr, dass die Quarianer einen Lebensraum finden werden, Admiral. Aber sie spielen wirklich mit dem Feuer. Wir sind zu bequem geworden, Shepard. Wir haben die größte Flotte der Galaxie und schippern damit nur untätig durch den Weltraum. Wir brauchen diese Flotte vielleicht im Kampf gegen die Reaper, Admiral. Und währenddessen müssen wir den Teil des Volkes, der nicht kämpft, irgendwo unterbringen. Ja, ich kann das schon verstehen. Das erinnert mich alles sehr, sehr, sehr an die Serie The 100. Kann ich nur jedem empfehlen, da ist es nämlich ähnlich. Das kann man schon sehr mit der Migrantenflotte vergleichen. Schaut euch die Serie unbedingt an. Ich bin großer Fan der Serie. Ich bin da sowieso Science-Fiction-Fan, das wisst ihr ja. Und an Battlestar Galactica erinnert mich das auch so ein bisschen. Da ist es ja auch ähnlich. Zum Teil. Ich hoffe sehr, dass die Quarianer einen Lebensraum finden werden, Admiral. Aber sie spielen wirklich mit Wir sind zu bequem und währenddessen müssen wir den Teil des Volkes, der nicht kämpft, irgendwo unterbringen. Das hatten wir schon, habe ich ja total vergessen. Können Sie mir etwas über die anderen Admirale sagen? Etwas, das mir hilft, Ihre Meinung über Tali zu beeinflussen? Die du nicht erkannt hast, Tali, ist Admiral Zern. Sie will sich nicht festlegen und nimmt die Sicherheit der Flotte sehr ernst. Andererseits war sie immer dafür, die Geth genauer zu studieren. Hoffentlich erkennt sie die Vorteile von Rails Forschung. Admiral Corus ist der gleiche weinerliche Anzugscheißer wie immer. Sie sind mit Admiral Corus Politik also nicht einverstanden? Oder ist es was Persönliches? Der Mann ist ein verdammter Verteidiger der Geth. Er hält es für falsch, dass wir vor Jahrhunderten versucht haben, sie zu zerstören. Er will, dass wir neue Kolonien bilden, anstatt die Heimatwelt zurückzuerobern. Jede Forschung in Sachen Geth macht ihn wütend. Bei dem werden sie kaum eine Chance haben, fürchte ich. Okay, also ein sturer Esel. Sie und Talis Vater kennen sich also schon lange? Wir haben während eines ziemlich üblen Überfalls der Batterianer gemeinsam auf dem Jäger Jaska gedient. Wir waren fast noch Kinder und leisteten unseren Dienst vor der Pilgerreise ab.
10 Mann Crew, 6 davon tot. Kinetische Barrieren ausgefallen. Ryle und ich waren allein auf der Brücke und die Batterianer griffen einen Frachter an. Haben Sie den Frachter gerettet? Unser Schiff hatte Befehl, die Position zu halten. Aber Ryle hat mich angesehen und gesagt, wir sind nicht volljährig, sie können uns nicht bestrafen, wenn wir die Formation verlassen. Er übernahm das Steuer, ich die Geschütze und wir haben den Frachter gerettet. Für die Crew waren wir Helden. Die hohen Tiere nannten uns Idioten, klatschten uns Lametta auf die Anzüge und schickten uns vorzeitig auf die Pilgerreise. So war Ryle. Also die haben auch schon einige Abenteuer hinter sich, die beiden. Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nichts Gutes. Wir haben ein paar unserer besten Marines in diese Hölle geschickt. Und nur verdammt wenige kamen wieder raus. Was immer Ryle dort gemacht hat, es muss ihm unter den Händen explodiert sein. Im Schiff wimmelt es von Geth. Rechnen Sie besser nicht mit Überlebenden. Admiral, mein Vater, Ihr Freund, ist auf diesem Schiff. Das weiß ich, Tali. Aber wenn Scharla dich nicht als Freiwillige vorgeschlagen hätte, wäre die Alarai bereits zerstört worden. So sieht's aus. Hm. Danke für die Informationen. Halte durch, Kleines. Danke, Admiral. Also die sind im größten Teil doch alle auf ihrer Seite. Und das scheint tatsächlich politisch ziemlich verzwickt zu sein, weil die wohl darüber debattieren, ob es klug wäre, jetzt anzufangen, die Heimatwelt zurückzuerobern oder ob sie lieber noch warten. Schwieriges Thema, aber das ist, geht uns ja... Tali Sora hat zwar einen Menschen als Captain, aber der ist wenigstens wortgewandt. Geht uns ja eigentlich ein Scheißdreck an, aber geht's weiter, okay. Gut. Selbst bei der Anhörung denkt Tali Sora als erstes an den Schutz der Flotte. Na, dann sprechen wir mit Chaos, den größten Arsch auf diesen, von den Admirälen. Angesichts Ihrer Fähigkeiten, eine Zuhörerschaft zu manipulieren, Mensch, habe ich Tali einen Gefallen getan, indem ich Vas Nima von ihrem Namen entfernt habe. Commander Shepard, das ist Admiral Sal'Koris Vas Quip-Quip. Fragen Sie nicht nach dem Namen. Mir macht die Sache keinen Spaß, Tali, wirklich nicht. Aber Sie haben unsere Flotte schwer gefährdet und entehrt. Darf ich den nach den Namen fragen? Oh ja! Haben Sie ein Schiff namens Quip Quip? Oh, jetzt geht's los. Unser Volk hat in schwierigen Zeiten auch mal gebrauchte Schiffe von anderen Kulturen gekauft. Und hin und wieder sind beim Ändern der Registrierung Schwierigkeiten aufgetreten. Die Bürger der Schiffe mit fremdartigen Namen haben dieses Stigma mit Würde und Ehre ertragen. Wenn es Sie stört, sollten Sie sich vielleicht ein anderes Schiff suchen. Ich habe bisweilen erwogen, mich versetzen zu lassen. Auf ein Schiff mit einem respektablen Namen, wie Défense oder Ictomy. Aber ich bin stolz auf die Quip Quip und werde sie wegen lächerlicher Beleidigungen nicht verlassen. Quip Quip. Sie und die anderen Admirale scheinen uneins zu sein, Vas Talis Prozess angeht. Das ist richtig. Tali, ich entschuldige mich, dass Ihr Verfahren von so etwas beeinflusst wird. Die anderen Admirale wollen Krieg. Ryle Zora war mit der Entwicklung neuer Waffen für den Kampf gegen die Geth befasst. Lieber sehen Sie zu, wie unsere Flotte im Himmel über der Heimatwelt aufgerieben wird, statt eine neue Kolonie zu gründen und sich anzupassen. Na gut, er hat ja auch nicht ganz Unrecht, ne? Können die Quarianer nach allem, was passiert ist, mit den Geth koexistieren? Ich weiß es nicht. Aber wir verdienen eine Antwort auf diese Frage. Sie sind unsere Kinder, Shepard. Wir haben einander Schreckliches angetan. Aber das muss ein Ende haben. Für beide Seiten. Deshalb kann ich die Experimente nicht gutheißen, bei deren Durchführung Sie geholfen haben, Tali Zora. Das muss allen klar gemacht werden. Ich verstehe, Admiral. Ich bin nicht Ihrer Meinung, aber ich verstehe. Was genau ist eigentlich Ihr Problem mit meinem Crewmitglied, Admiral? Ich respektiere Tali sehr. Ihre Aktion gegen Saren verlangt große Anerkennung. Aber wie Ihr Vater ist sie nur an der Zerstörung der Geth interessiert. Jene Wesen, die wir geschaffen haben und denen wir Unrecht getan haben. Die Geth haben uns von unserer Heimatwelt vertrieben. Natürlich haben sie das, nachdem wir versucht haben, sie auszulöschen.
Das ist ein überzeugender Punkt, muss ich sagen. Also das kann man auch nicht so ganz abtun, was er hier vorbringt. Er versucht dann halt die Gav irgendwie am Leben zu lassen und sie existieren halt weiter und die Kavarianer existieren halt neben den Gav irgendwie weiter. Aber ich meine, das, was wir aus Mass Effect 1 kennen und jetzt auch schon aus dem zweiten Teil, die Gav werden nicht einfach vorbeischauen und sagen, ach, ihr habt's aber hübsch hier. Ja, wie sieht's denn aus? Kann man miteinander handeln? Ich glaube eher, dass die mit Schiffen andrücken und dann halt alles und jeden vernichten, wenn die da zu dicht an dem Persos-Nebel siedeln. Also, ja. Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nur, dass es besser gewesen wäre, sie zu zerstören. Wenn wir dort Beweise für die Aktivitäten von Tali und ihrem Vater finden, wird es unmöglich sein, die anderen Admirale zu überzeugen. Ich habe keine aktiven Geth auf die Alarai gebracht, Admiral. Ich weiß, wie gefährlich das wäre. Es waren nur Einzelteile. Das eroberte Schiff, seine Crew hingemordet von lebenden Wesen, voller Schmerz, straft sie Lügen, Talisora. Oh, das ist ja wirklich ein sturer Kopf, ey. Wir sollten weitergehen. Leben Sie wohl, Talisora. Alles Gute. Es überrascht mich, dass Sie das sagen. Ich hasse Sie nicht, Tali. Ich halte nur die Kriegspläne Ihres Vaters für falsch. Okay. Wenigstens ist er ehrlich. Was ist eigentlich hier oben? Aha. Darüber sprechen wir mal mit Admiral Zan. Ich hätte nicht gedacht, dass Menschen so gute Redner sein können. Wie ist er da hinten irgendwo? Vitor, Loyalität zur Flotte bedeutet mehr als nur das Beseitigen von Geth. Talisora ist schuldig. Cool. Shepard, wie kommen Sie denn auf die Raya? Vitor! Shepard ist hier, um mir beim Prozess zu helfen. Ach ja, davon habe ich gehört. Ich hoffe nur, Sie haben nicht getan, was man Ihnen vorwirft. Nein, Vitor. Ich würde die Flotte niemals gefährden. Oh, das ist gut. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich glaube es zwar nicht, aber ich wollte zumindest fragen. Sie haben mir auch geholfen. Achten Sie auf sich, Vitor. Nur wenige wären nach dem, was Sie durchgemacht haben, noch bei klarem Verstand. Ich weiß. Bin ich aber gar nicht. Trotzdem danke, Commander. Ohne Ihre Hilfe hätte ich es nie so weit geschafft. Was? Hallo, Commander. Viel Glück, Tali. Oh, schade. Ich dachte, man kann noch ein bisschen mehr mit ihm reden. Da ist Carl Rieger. Den haben wir Shepard auch gehört. Shepard hat vor den Admiralen gut gesprochen. Carl Rieger. Shepard, Talisora. Schön, Sie beide zu sehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären etwas angenehmer. Was haben unsere Aufzeichnungen ergeben? Wirklich schlimm. Es ist genau, wie Sie sagten. Die Sonne hätte sich auf Haystrom keinesfalls so verhalten dürfen. Die Theorie über die dunkle Energie stimmt also? Das ist beunruhigend. Ich kann dazu nicht wirklich etwas sagen, Ma'am. Ich werde fürs Schießen bezahlt. Sie sagten, Ihre Mission hätte etwas mit dunkler Energie zu tun. Richtig. Erinnern Sie sich an diese verdammte Sonne auf Haystrom? Hat alles lahmgelegt und viel zu stark gestrahlt. Die Sonne wird alt. Aber das stimmt gar nicht. Dunkle Energie. Sie reduziert die Masse im Inneren des Sterns und verwandelt ihn vorzeitig in einen Gasgiganten. Die Techs machen sich Sorgen. Glauben Sie, die Geth sind dafür verantwortlich, was mit der Sonne von Haystrom passiert? Keela, hoffentlich nicht. Wenn sie einen Stern manipulieren können, sind unsere Chancen im Kriegsfall noch schlechter, als ich dachte. Ich glaube nicht, dass es die Geth sind. Um einen Stern in dieser Weise absichtlich zu beeinflussen, bräuchte man viel Zeit und jede Menge Ressourcen. Für eine Waffe ist es nicht effizient genug. Und nicht mal die Geth würden ein Sternsystem zerstören, das sie noch brauchen können. Außerdem sind sie erst wieder aufgetaucht, als wir auf der Bildfläche erschienen sind. Hoffentlich haben Sie recht, Ma'am. Die synthetischen Mistkerle sind schon jetzt schlimm genug. Was bedeutet diese Zunahme der dunklen Energie? Müssen wir deswegen beunruhigt sein? Tut mir leid, Shepard. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber die Wissenschaftler sind jedenfalls beunruhigt. Hoffen wir mal, dass es sich um ein isoliertes und seltenes Phänomen handelt. Wenn dunkle Materie eine Sonne destabilisieren kann. Vermutlich muss man sich jetzt noch keine Sorgen machen, aber die Ressourcen in der Galaxie sind schon knapp genug, ohne dass plötzlich Sterne sterben.
Manchmal glaube ich, mit der Flotte rumzufliegen, ohne einen eigenen Planeten zu haben, ist wirklich die beste Lösung. Auf jeden Fall die bequemere. Was tun Sie an Bord der Raya? Klingt, als hätten Sie Ihren Bericht bereits bei der Admiralität abgeliefert. Ich bin geblieben, um zu den Vorwürfen gegen Tali Zora Stellung zu beziehen. Ich habe mit ihr gedient und sie hat was Besseres verdient als das hier. Danke, Cole. Ich sag nur, wie es ist, Ma'am. Hatten Sie Glück und konnten beim Admiralitätsrat vorsprechen? Admiral Rahn wollte meine Meinung über die Geth hören, weil ich ja auf Haystrom gegen sie... Sie und Admiral Garrel hoffen, dass sie einen Haufen Geth töten, um die Menge auf unsere Seite zu ziehen und dann Beweise finden, um ihren Namen reinzuwaschen. Sie haben gezögert, aber Ma'am, sie hatten kaum andere Optionen. Ich habe empfohlen, sie auf die Alarai zu schicken. Ich hoffe, Sie kommen damit klar. Sie haben das Richtige getan. Danke. Wie geht es Ihnen, Regan? Sie mussten ja auf Haystrom ganz schön was einstecken. Der körperliche Schaden hielt sich in Grenzen, aber ich lag eine Woche lang mit einer Infektion flach. Ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Und ich muss jetzt nicht diesen Admiralen gegenübertreten. Mit so einem Immunsystem sind die Quarianer im Krieg schwer benachteiligt. Sie verlieren mehr Leute durch Infektionen als im eigentlichen Kampf. Einen Frontalangriff können wir uns nicht erlauben, das steht fest. Wir müssen es klug anstellen. Idealerweise aus dem Orbit. Wir haben jede Menge Antibiotika. Es ist ja nicht so, dass uns ein einziger Schuss gleich umbringt. Nein, Shepard hat recht. Sie haben nur unsere Spezialeinheiten gesehen, Tali. Die Frontsoldaten sind lange nicht so gut ausgerüstet. Und wenn dann noch der Nachschub abreißt, wird's schnell ziemlich übel. Hm. Also ist das ganze Unternehmen doch eher ein Schuss ins Blaue. Wir sollten jetzt gehen. Viel Glück auf der Alarai. Passen Sie auf sich auf. Also, zwei Bekannte getroffen. Tali Zora und ihr Vater sind außer Kontrolle geraten. Sie tragen beide die Schuld daran. Der Mensch kann mit einer Zuhörerschaft umgehen. Das muss ich zugeben. Vitor und Karl Riga, die haben wir beide schon getroffen. Einmal auf Haystrom und einmal am Anfang mit den Kollektoren. So, dann sprechen wir mit Zen. Tali Zora, sind Sie angesichts der Umstände sicher, dass ein Gespräch mit mir angemessen ist? Ich suche nach Informationen über die Alarai. Ich habe nicht vor, Sie mitten auf dem Platz zu bestechen, Admiral. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Commander Shepard. Wir sind Ihnen nach Ihren Aktionen gegen die Geth zu großem Dank verpflichtet. Tali hat mir geholfen. Ohne sie hätten Saren und die Geth uns alle vernichtet. Ihre politischen Manipulationsversuche sind zu offensichtlich und zudem unnötig. Wenn Sie und Ihr Vater wirklich mit aktiven Geth-Subjekten experimentiert hätten, wären Sie schlichtweg Idioten. Wozu also Ressourcen bei einem Prozess verschwenden? Und wenn nicht, haben wir es mit einem tragischen Unfall bei der Arbeit für ein höheres Ziel zu tun. Auch in diesem Fall wäre kein Prozess vonnöten. Okay, die sieht das ziemlich locker. Wenn der Prozess Sie nicht interessiert, warum lassen Sie sich dann nicht befreien? Damit das alte Schlachthaus Herrn Garrel und der feige Sal Corris den Kurs vorgeben können? Sicher nicht. Dem Prozess liegt eine weitaus wichtigere Frage zugrunde, mit der Tali Zora nur am Rand zu tun hat. Nichts für ungut. Und wie lautet die zentrale Frage des Prozesses, Admiral? Sollen die Quarianer vor den Fehlern der Vergangenheit Angst haben oder sich mittels ihres Gespürs für künstliche Intelligenz ihren früheren Ruhm wieder zurückholen? Oh. Es geht Ihnen also ausschließlich darum, ob Ryle etwas Brauchbares über die Geth in Erfahrung gebracht hat? So ist es. Falls ja, könnten wir selbst aus diesem Unglücksfall noch einen bedeutsamen Vorteil ziehen. Wollen Sie neue VIs erschaffen? Nein, Tali Zora. Ich möchte die Geth wieder ihren rechtmäßigen Meistern unterstellen, den Quarianern. Sie sind verrückt. Das ist wirklich ein nobles Ziel, aber wie soll das gehen? Und ich glaube, die Geth werden nicht einfach sagen, ja, alles klar. Dieselbe Scheiße wie am Anfang, ne? Nee, danke. Ihre Ansichten über synthetische Wesen scheinen eher eine Minderheitenmeinung zu sein. Ja, zumindest im Admiralitätsrat. Herrn Garrel sieht nur einen Feind, der zerschmettert werden muss. Sal Corris würde am liebsten wegrennen und sich in einer neuen Kolonie verstecken. Und Charla Rahn kann sich nicht entscheiden.
Ich hatte gedacht, Rahl würde zu Han halten, aber wenn er wirklich mit aktiven Geth experimentiert hat, haben wir vielleicht sogar gemeinsame Ideen. Sie unterstützen Experimente an lebenden Kreaturen? Rahl hat sich für seine Experimente an Geth nicht schuldiger fühlen müssen, als ich früher bei Operationen am Kinderspielzeug. Dass Sie an Ihrem Kinderspielzeug Operationen durchgeführt haben, spricht Bände, Admiral. Ein Schiff fliegt schneller als ich. Richtig programmiert kann es Ziele ansteuern und sich sogar selbst verteidigen. Aber es ist trotzdem nur eine Maschine. Es wurde nur zu dem Zweck gebaut, seinem Meister zu dienen. Und wenn der Meister es wünscht, kann er es jederzeit verschrotten. Ja, aber was ist, wenn die Maschine sich weiterentwickelt hat zu höheren existenziellen Leben? Ich meine, das ist ja wieder so diese typische Frage, die man in vielen Videospielen, die sich damit beschäftigen, mit künstlicher Intelligenz. Ab wann ist denn eine KI mit einem Menschen gleichgestellt? Schwieriges Thema. Es gibt da bekannte Spiele wie Talos Principle oder ab wann ist dann eine Maschine mit einem Menschen gleichgesetzt oder wann? Ich weiß, ich krieg nicht mal genau den Wortlaut zusammen, aber wenn die KI anfängt und die künstliche Intelligenz anfängt zu hinterfragen, nach ihrer Existenz oder nach dem, was sie tun soll oder was Freiheit ist oder solche Sachen halt, die man halt eigentlich von einer künstlichen Intelligenz nicht erwarten würde. Solche Sachen, die für uns eigentlich alltäglich sind, zu hinterfragen. Wenn wir Ryle nicht lebend auf der Alarai finden, was wird dann wohl Ihrer Ansicht nach passieren? Das Gleichgewicht der Mächte verschiebt sich. Han verliert eine Stimme für seinen dummen und selbstzerstörerischen Krieg. Das würde für Frieden sprechen, weil Shala-Ran viel zu vorsichtig ist, um ihren eigenen Hals zu riskieren. Aber wenn der Admiral, der Rahl ersetzt, mir zustimmt, könnte das Ganze ziemlich aufregend werden. Also die will tatsächlich wieder die Geth kontrollieren. Können Sie mir etwas über die Alarai sagen? Nur wenig. Wir haben ein paar Kommunikationssignaturen aufgefangen, bevor die Geth alles... Um ein Schiff zu übernehmen, muss die steuernde Intelligenz eigentlich vernetzt sein. Sie sollten also mit 10 bis 50 Einheiten rechnen. Dann kann das alles nichts mit mir zu tun haben. Ich habe nur Einzelteile geschickt und daraus lassen sich niemals so viele Geth zusammensetzen. Danke für die Information. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben, Commander. Okay, ich glaube, wir haben jetzt genug uns mit den Admirälen beschäftigt. Loyalität zur Flotte bedeutet mehr als nur das Beseitigen von Geth. Talisora ist schuldig. Ich guck mal eben gerade, was die Uhr sagt. Die Uhr sagt, ja, es ist wieder Zeit für einen Cut. Und den mache ich an dieser Stelle. Wir sind noch nicht viel weitergekommen. Wir haben in dieser Folge uns mit den Admirälen beschäftigt. Und in der nächsten Folge werden wir mal schauen, dass wir auf der Alarai die Geth ausradieren. Also, bis dahin. Ciao.